dabei. Damit es jetzt überfallen auch lohnt, dass ich nicht dafür umgebracht werde, weil ich so wenig habe. Oh, ja, hier ist noch Platz. Ja. Nee, Olli, geh weg. Ich will bei Chris sitzen. Geh Mach weg. Auf! Ich will, dass Tragisch da sitzt. Lautet. Alle drin? Ich will nicht, nein, ich will nicht bei Chris sitzen. Der befummelt mich immer. Mhm, och, Schätzchen. Wo ist ein Dragasch? Der hat sich wahrscheinlich gerade Klamotten, ne? Chris, was hast du dir denn für Spiele gekauft? Wenn du 8 Games zurückgegeben hast, was waren das denn für Spiele? Erzähl mal. Vielleicht ist ja was für uns dabei. Wir stehen auf. Feuerwehrmann des Jahres? Wir stehen auf schlechte Spiele. Achso, er meint den. Achso, ich dachte, das Spiel hast du. Nein. Dragasch. Dragasch. Wir müssten jetzt einen Dietrich haben, könnten wir hier so einen LKW klauen. Ich habe keinen gefunden. Ich auch nicht. Aber bei dem fehlt ja ein Reifen vorne, André. Den gibt's hier bestimmt gar nicht. Den kann man reparieren und dann Dietrich und nee, dann... Nee, den Dietrich meine ich. Wo können wir... Bestimmt bei illegalen Händlern oder so. Was ist das? Wo gibt's denn sowas hier? Was ist das denn da? Meistens irgendwo auf der komischen Insel meistens. Oder Waffenladen. Oder am Waffenladen, ja. Na, da können wir auch mal gucken. Waffenladen können wir gucken. Ja, komm, ist hier irgendwo einer? Such gerade. Auf dem Weg, wo wir hinfahren, ist keiner. Die Deutsche Bank ist aber hier oben. Wenn die Bank überfallen, mit der Banane haben, wir Bananen holen und dann. In Pyrgos wäre ein Waffenladen. Wir fahren jetzt aber erstmal oben zur Mondscheinbrennerei. Wer ist da? Noch irgendwo anders. Weil es Dragasch. Wer ist da? Wer steht da hinter uns? Überfahr ihn, wenn er nicht antwortet. Oh, krass. Dragasch, bist du das? Boah. Dragasch. Waffenladen. Jetzt alle drin hier oder was? Hier im Syrtal. Ja, er ist drin, aber keine Ahnung, wer es ist. Dragasch redet ja nicht. Nee. Hallo. Und Gero, hallo. Bist du das im Auto? Ja. Ich rede die ganze Zeit mit euch, ja. Und der erste antwortet mir nicht. Dachte ich die ganze Zeit. Ja, wir haben mich ignoriert. Nochmal links. Also der nächste Waffenladen ist in Syrta, nordöstlich von uns. Wir fahren jetzt erstmal zur Moonshine-Brennerei, weil da wird zu viel Geld bei uns. Wo ist der denn? Der ist ganz im Norden hiervon, ganz weit im Norden. Ach du Scheiße. Nee, ich kann nicht hier. Oh, toll. Wir sind jetzt wieder. Rechts. Oh. Das ist schon krass, und die haben das hier so krass, also diese, Gott, ja. Muss mal ausbreiten, diese Blockade, die. Ja. Wie ist das nochmal? Barrikaden? Nein. Bauer? Nein, gab's einen Fachbegriff für. Straße, wie heißt die Autobahnbegrenzung? Jungs, im Süden hier von uns ist auch noch ein Mondscheinhändler, der ist aber dichter, ne? Ein Händler, ja, wir brauchen aber die Brennerei. Ich würde sagen, wir brauchen die Brennerei. Ja, einfach hier links hoch, die Brennerei. Hier links hoch? Nein, halt den Weg links hoch. Bitte keine Fehlinformationen, ja? Ich sag dir schon. Chill, entspannt. Da draußen geht's schon wieder los mit Gewitter, Alter. Hier ist absolut Ruhe. Novus Insecto habe ich von dem Entwickler bekommen. Novus Insecto hast du von dem Entwickler bekommen? Ja. Alter, warum kriege ich so eine Scheiße? Willst du nicht haben? Weil da selbst drinsteht, du musst Mindestvoraussetzungen in E7 haben. Das willst du auch nicht haben. Aber es noch nicht läuft. Willst du aber auch nicht haben. Ich habe reingeguckt. Da ist noch, funktioniert gar nichts. Das ist so das perfekte Spiel für uns. Das hat nur Lex und alles. Das ist wie Art. Ja, der Multiplayer kommt erst noch. Der ist noch nicht drin. Ja, toll. Ich krieg nie was geschenkt. Vielleicht, wenn noch ein paar Entwicklungsstufen gekommen sind. Ich krieg nie was geschenkt. Ja, wo ist der links? Links und links. Oh, jetzt gleich links. Jetzt hier links. Von irgendwo ging's hier links. Er ist dran vorbeigefahren. Dann die nächste. Dann geht's auch nochmal links. So. Ist ein Feldweg. Sind ja viel zu klein für einen LKW. Nicht da, weiter. Jetzt war ich hier lang. Das war. Da kommst du nirgendwo lang. Klar. Oder? Wenn jetzt wieder geradeaus kommt, sind wir auf dem richtigen Feldweg. Ich meine, ein bisschen Open Air fahren hier.
Ja, jetzt kannst du hier rechts weiterfahren. Dann denken sie alle, wir machen was Kriminelles. Ja, das mit ihm, sie war darauf bezogen, dass es überhaupt läuft. Ja, es läuft nicht mehr bei mir richtig. Also es leckt wie Hölle. Ja, gut, ihr könnt ja sowieso bei gar nichts verspielen, aber abgesehen davon. Es lohnt vielleicht, wenn es noch ein paar Updates hat. Ich gucke zwischendurch mal immer wieder rein, bis ich die Möglichkeit habe, Juli mal zu zeigen. Ja, kannst du dir auch. Ja, keine Ahnung. Aber da muss ich rein. Ich gucke nach Entwicklern, die. Olli, push to talk! Ja, bitte, Olli. Olli! Ich gucke nach Entwicklern, die Spiele für David machen, aber. Ich ist halt keine. Nicht einfach. Ich will keine. Spiele für David. Ja, das ist ja, du musst das Spiel muss David irgendwie zu David passen und scheiße aussehen, damit er spielen kann. Und das muss auf meinen Rechner laufen. Ja, das ist das Problem. Minesweeper, ja. Das ist auch schon zu hart. Es gibt Minesweeper in HD, das schafft er auch nicht. Doch. Bestimmt. Echt? Gibt das Minesweeper im Multiplayer? Bestimmt. Echt? Ihr macht mich nur alle fertig. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Alle, die ihr da seid. Setz ihn aus. Ja, ne, ehrlich, David. Ja, ich reiß mich bald wieder in Schulden, damit ich mir einen besseren Rentner kaufen kann, als ihr alle zusammen. Das ist mir so scheißegal. Ist doch egal. Also, du bist doch noch am Arbeiten. Mach doch erstmal deinen Job in Ruhe fertig. Und lass mich das Stream machen, solange bis du soweit bist. Bezahl erstmal deine Schulden. Mir fehlt nur ein verdammter Prozessor, mir fehlt mir ja. Aber bezahl doch trotzdem erstmal deine Kohle. Wenn du da endlich mal wieder rauskommst. Ja, das dauert ja noch. Irgendwann mal Hardware bekommen, wirst du sie schon kriegen. Keine Sorge. Wir denken auch an dich. Nein, weiß ich doch. Ich denke immer nur an. Ihr wollt immer nur das Beste, das weiß ich doch. Guck erstmal, dass du deine Sachen geregelt kriegst, das ist alles wichtig. Warum meine schlaflosen Nächte? Als so ein scheiß PC und so. Olli. Du brauchst wahrscheinlich bald ein neues Auto, wenn du willst. Ich wollte auch mal was Nettes sagen. Ja, nee, ich glaube, ich weiß, wo man das liegt. Aber was stimmt mit der Motorkühlung nicht? Immer wenn er zu warm wird, bekommt er die Motorprobleme. Die nächste also links. Also Außentemperaturen. Da müssen wir mal gucken, ob alle Dichtungen dicht sind und vielleicht ja, das ein Spülwasser reinfüllen. Richtig. Ja, das kann Keilriemen nachspannen, ja. Ich hab kein Keilriemen. Eventuell hat der Thermostat auch einen weg. Wollte ich gerade sagen, Thermostat, Kühlwasser und sowas. Keilriemen kann nicht sein, ich hab Steuerkette. Steuerkette. Weiß nicht, ob man die auch nachspannen muss. Nein, musst du nicht. Steuerkette nicht. Nee. Wartungsfrei. Ja. Außer die Reis, die geht kaputt. Aber sollte eigentlich. Ja, dann hast du aber ein ganz anderes Problem. Wollte ich gerade sagen, dann kannst du dir gleich wirklich ein neues Auto holen. Ja, einfach mal gucken, einfach alles, erstmal die kleinen Teile ausprobieren und wenn das nicht geht, dann halt in die Werkstatt. Richtig. Da halt verkaufen. Verkaufen, eventuell Alter. Ist ein Verkauf besser, ein kleineres Auto kaufen. Ich höre immer nur verkaufen. Alter, ich habe jetzt jahrelang dafür das Auto bezahlt und alles, verkauf ich das doch jetzt gar einfach. Ja, aber so ist kaufen. Das nun mal manchmal. Manchmal muss man ein bisschen seine Ansprüche runterschreiben. Weißt du, Auto fängt mit A an und hört mit O auf. Ja. Ach nee, fängt mit A an und hört mit O auf. Am Ende rechts wird da immer der Straße voll. Ja, nee, aber mein Auto verkaufe ich nicht. Das ist das einzigste Wert, was ich. Du machst das ja auch nicht clever. Du machst das nicht so wie die Leute, die Ämter ausnutzen. Ja. Du musst sagen, du musst von deinem Auto angewiesen, kannst es dir aber nicht leisten, um arbeiten zu gehen. Das ist die Kosten für Versicherungen alles übernehmen. In 40% hat ihr meine Oma. Das dann lässt dir die übernommen. Reparatur vom. Hier rechts? Am Ende. Am Ende. Lass dir doch vom Amt dann wenigstens die Reparatur bezahlen. Was ohne dein Dings musst du wieder Arbeitslosengeld 1 beantragen. Dann werden die schon springen. Ja, aber nicht Arbeitslosengeld 1, das machen die nicht. Das machen die nicht. Da sagen sie, ja, bezahlen sie. Das kannst du nicht dann. Wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber vorher nicht. Ja, musst du sagen, du bist aber arbeitslos, weil dein Auto nicht mehr reparieren ist. Ja, das ist egal. Solange ich noch nicht beim Jobcenter gemeldet bin, ist es egal. Ja, dann melde dich schon mal vorher an und sagst, du wirst in nächster Zeit arbeitslos. Und sie fragen, warum? Was ist denn das? Ja, aber wie gesagt, das ist wirklich egal. So, wenn ich arbeitslos bin, bin ich erstmal im Arbeitslosengeld 1 und nicht gleich in Arbeitslosengeld 2. Ja, dann kriegst du jetzt erstmal Arbeitslosengeld 1. In der Zeit brauchst du ja kein Auto. Ja. Ja, aber das ist das, was ich meine. Die Ämter zahlen so viel bescheuerten Scheiß für die Leute, ne? Ja, richtig. Euro 10 Jobs, wenn einer eine Reparatur braucht. Ich glaube, wenn du ganz viel Glück hast, dann kriegst du mit ganz viel Glück auch nur einen zinslosen Kredit. Richtig, wollte ich gerade sagen.
Weil, ne, jetzt, ne, Chauffeur David könnte arbeiten, kann nur nicht arbeiten, weil er sein Fahrzeug nicht reparieren lassen kann. Ja. Das ist sowas Bescheuertes. Habe ich alles schon mal gehabt, am alten Auto. Ich habe gesagt, ich könnte morgen einen Job antreten. Beziehungsweise, ich könnte nächste Woche noch einen Job antreten. Ich glaube, ich muss mein Auto reparieren. Nützt nichts, da muss ich TÜV und alles. Ja, nö, das geht nicht, können wir nicht machen. Und bla, und hier und das nicht gesehen. Du kannst sogar, ja, du kannst sogar ein Auto vom Amt bekommen. Steht sogar irgendwo im. Ja, aber nur bis zum Wert von bis zu 3000 Euro. Ja, oder 5000, das war. Ja, und? Ja, aber die Reparaturen sind nicht mit inbegriffen. Das steht dann nicht. Verkaufst du deins und nützt dir für die 3000 Euro was vom Amt was Neues? Ja, ich muss ja erstmal dann zur Bank hingehen und sagen, ich will mein Auto verkaufen. So, damit ich den Fahrzeugbericht kriege. Ja. Ja, richtig. Und es ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Weiß ich nicht, ich kaufe meine Autos immer so, dass ich mein Fahrzeug nicht. Siehst du? Siehst du, das ist eine ganz schöne Plackerei. Da muss ich nämlich die Kohle nämlich erst vorstrecken. Quasi das Auto auslösen, damit ich den Brief erst bekomme. Ja? So, das sind diese Sachen, wo ich mir schon alles im Kopf drum gemacht habe und alles, auch mit meinem Onkel zusammen. So, das wäre ja alles kein Problem, wenn ich irgend so ein blödes Arschloch mir ans Bein gepisst hätte oder irgendwas anderes war, womit ich einen negativen Antrag in der Schufa habe. Woher auch immer ich den habe, das kann mir keiner beantworten. Also Schufa-Auskunft einholen. Ja, haben wir gemacht. Da steht aber nur die Bonität drin im Prinzip. Da steht nicht 100%ig genau gelistet, wer dir diesen negativen Antrag verpasst hat. Es wird halt nur gezeigt, von wegen Kreditanfragen, ob das angenommen oder abgelehnt worden sind. Und wenn die abgelehnt worden sind, steigst du in den. Also sind das schon Anzeichen für einen Negativeintrag. So, und irgendwo ist ein Negativeintrag drin, wo mir man mir nicht sagen kann. Aber woher, wenn du einen Kredit brauchst, es gibt mittlerweile genug Firmen oder auch Privatleute, die Kredite an Leute geben, die sonst keine kriegen. Eine Umschuldung. Ist auch alles nicht so einfach. Naja, du musst dich natürlich mit den Leuten auseinandersetzen. Doch, ist einfach, ist nur ein bisschen teurer. Ja, ist nicht unbedingt teurer. Das kommt auch an, wie viele Leute denn quasi dafür bereit sind. Es ist nur ein bisschen teurer. Ist quasi wie so ein Kickstarter-Projekt für einen Kredit. Kannst du so sehen. Du hast dein Leiden und hoffst, dass dann irgendeiner kommt und sagt, okay, der ist dazu bereit. Alter, ja. Mit 20 kraxel ich hier den Berg hoch. Schieben. Schisser, steig mal aus und schieb mal. Alter, schön. Nein, der Trager steht so weit weg. Du musst halt einfach mal versuchen. Gutscheine geben, hier ist die richtige Gutscheine geben. Ja, ist auch, ne? Das passt irgendwie, ne? Ja. Arsch der Welt, noch kommt vor vorrollen. Können wir uns hier vielleicht eine Holzhütte hinstellen, so? Trager spielt sich wie zu Hause. Ja, muss man versuchen für eine Umschuldung. Das wäre vielleicht der idealste Fall für dich. Habe ich auch schon alles probiert. Ich kriege keine Umschuldung wegen dem Negativeintrag. Deswegen sollst du dir ja so gucken, ob du bei so Seiten Privatanleger bekommst. Die lassen dir auch viel mehr Zeit als Banken. Ja, ist auch alles schwierig. Ist alles nicht so einfach. Du musst dann ja auch auf die Vertragskonditionen und alles gucken. Ja? Das wird mir ja nicht, wenn ich nachher im Prinzip für den Kredit, den ich brauche, mit Zinsen und allem Pipapo, den Betrag Summe X dann habe, ich aber für zinslos Kredit mehr bezahlen muss, im Endeffekt, ohne Zinsen und all so ein Scheiß oder wie auch immer. Alter, wo ich dann nachher komm hier nicht hoch. Das ist mit Shift-Taste, Alter. Wo ich dann am Ende nachher im Prinzip genau das gleiche bezahle, wie mit den Krediten mit Zinsen und alles. Ja, dann musst du dich informieren. Ja. Einfach nur irgendwo wird es auch ein besseres. Pass auf, die Bullen! Nee. Ja, genau. Oh. Wenn die Bullen kommen, kommen wir eh nicht weg mit den 20. Ich steig aus und renn weg. Dann ist wie in Amerika diese Verfolgungsjagd. Schnell den Rückwärtsgang reinhauen, dann geht's bergab. Ne? Wie in Amerika, wo der eine Typ im Traktor abgehauen ist. Ne, mit dem Mähdrescher. Nein, was war das? Rasenmäher. Also ein Aufsitzmäher. Ja, so ein Aufsitzmäher. 3 Stunden haben sie den verfolgt mit 25 km/h. Warum? Ja, weil der durch die Stadt gefahren ist. Da dürfen sie nicht eingreifen. Ne? 48 Polizeiautos waren am Einsatz beteiligt. Ach du Scheiße. Außerdem, das Reifen zerschießen hätte nichts gebracht, das ist ein Vollgummireifen. Mit 28 km/h fährt er da links. 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 Oh, gleich wäre ich ab, muss ich besser aufpassen, dann gibt die Karre bestimmt aus. Oh, die sind Leute. Wollen wir riskieren? Mit dem Heli. Klauen können wir uns sowieso nicht. Alter, ich hab Kohle in der Tasche. Ja?
das Kleingeld, das habe ich schon wieder drin. Kleingeld, sagt er da. Stimmt, da gab es schon wieder ordentlich Geld, bis wir hier waren. So, ich sehe ja mal die Umgebung, ich habe einen Stock in der Hand. Alter, die machen alles mit Helikoptern, ne? Wie sollen die Cops da eingreifen, ne? Das geht nur, wenn sie vor Ort sind. Die Leute landen. Was ist denn das Ding? Ah, vorne hast steht das. Oder mit dem Heli hinterher? Was hinter du? Uns. Zwischen der Bäume. Einmal was da. Ach, da. Einmal da weggucken. Steht auch, was wir brauchen dann? Ja. Wir haben Dragerspieler. Weintrauben. Weintrauben? Weintrauben. Männlich? Ja. Sag mir, du hast keine Weintrauben dabei, sagt er mir. Okay, Weintrauben waren irgendwo hier. Ich habe die irgendwo gesehen. Da ist die Brennerei. Da ist das Traubenfeld, da ist das Traubenfeld. Dann aufsitze. Boah, wie soll man denn da hinkommen? Das ist mitten in der Pampa. Aufsitze. Schaffen wir eine Fahrt? Vom Server-Neustart? Bevor wir aufhören. Wie spät haben wir denn? Viertel nach 21 Uhr. Also wir müssen jetzt 7 Kilometer fahren und dann wieder 20 zurück. Und dann noch zum Moonshine-Händler. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir. Da ist das Traumfeld. Ach du Scheiße. Wir wollen irgendwas anderes machen. Was ist denn noch so in der Nähe, wo man noch was machen kann? Kokain. Bananenplantage ist hier südlich von uns nochmal. Direkt über Kavala wäre auch eine Bananenplantage. Die Weintrauben sind fast direkt östlich von Kavala. Beim Glashändler unter da ist auch noch eine Bananenplantage. Wir hätten gar nicht so weit fahren brauchen. Ich weiß, aber da hinten war halt Ruhe. Ah. Die Map ist zu groß. Wir müssen wieder auf Lakeside spielen. Ja, ne, vielleicht sollten wir nochmal gucken, ob wir nehmen. Lakeside County, Staatsbürgerschaft. Aber eigentlich mag ich den Server nicht. Ja, Olli will da wieder hin. Olli will da wieder hin, hab ich gehört. Ja, hörst du doch die ganze Zeit. Das ist schon wieder. Schon wieder, ja. Ich höre immer ja. Ja. Nein. Das ist schon wieder. Nein. Ja. Der wird wieder hin, jetzt machen wir das, kein Problem. Ja? Alter. Ne. Dann deinstalliere ich Arma, das sag ich dir jetzt. Würde er gerne hier. Siehst du, er hat gesagt, jetzt kauft ihr schon extra DLCs, wenn wir da hingehen. Ja. Welche denn? Ich hab doch alle. Ja, siehst du, ich hab keine. Und dann schon wieder los. Was war das denn für ein großer Flitzer? Das war mein Auto. Geländewagen. Boah, mir wird schlecht. Mir wird schlecht. Das Ding beschleunigt so stark. Olli sagt ja. Da kommt gleich der scharfe Kurve, ob ich die krieg. Olli sagt ja. Ja, wenn nicht, springe ich vorher ab. Der Wagen ist extra abgeschlossen, damit keiner abspringt. Olli sagt ja. Ich habe einen Schlüssel. Ich mach schon mal auf. Also hier wäre eine echte fiese Stelle für die Cops hier einzugreifen. Die Cops sind nie mehr weg. Hier kannst du aber gut jemanden festsetzen. Ja, ne, wenn einer kommt von oben, der das verarbeitet hat. Sache, hier wäre eine echt fiese Stelle für die Cops, weil gut, im LKW komme ich nicht über die Kuppeln rüber. Hier wäre auch eine echt fiese Stelle, um die Jungs abzuzocken, ne? Und ich sag nein. Cops wären wir ja gut im Server hier. Wir haben bestimmt noch nicht genug. Was? Wieso? Warum nicht? Hier gibt es so viele Zivilisten. Ich würde immer nur die illegalen Sachen abfahren und warten, bis da einer ist. Darfst du ja nicht. Aber ich kann ja zufällig da vorbeifahren wegen der Patrouille. Oder? Nein, du wirst Wege werden nicht zugewiesen. Richtig. Richtig. Aber die stehen ja hier, die Cops stehen ja alle nur auf dem Marktplatz rum. Ja, und fahren die Autos gegen die Wand. Ja, selbst, naja, siehst du, die Feuerwehr kann nicht mal richtig einparken. Ne? Ja, mit der Feuerwehr um die Wette, wollte ich gerade sagen. Ja, müssen wir morgen Old Zocker ausprobieren. Ja, morgen gehen wir wieder auf Old Zocker.
Nicht auf dem Weg nicht noch einen Waffenhändler? Wo sind wir denn jetzt? Nein. Da sind wir, nee. Oder der nächste, da. Das. Ritter. Sind wir gleich da? Wagen einparken und ein bisschen RL oder? Können wir auch machen. Sowieso auch nachher ja auch wieder Server Neustart und. Ne? Ist euch ja eigentlich aufgefallen, dass wir noch nicht einmal gestorben sind und auch noch nicht einmal überfallen wurden? Ja, ne? Das ist wirklich sehr angenehm. Kommt noch, kommt noch. Das irritiert mich ein bisschen. Jetzt gleich. Ja. Ich schwöre es nicht, Olli. Schade, ne? Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Auf Lakeside wären wir schon wieder 10 Mal kontrolliert worden. Die haben mich ja damals gedisst am ersten Tag. Ja, das weiß ich ja. 5 Mal kontrolliert worden, auf einem Tag. Ich habe in 2 Stunden... 5 Mal auf 200 Meter Straße. Ja, ja. Ehrlich. Ja. Also ich fahre in die Straßenkontrolle, wird kontrolliert. Wenn ihr dann reinfahrt, wir müssen abbauen. Ja, da ist schnell ein Einsatz reingekommen. Ja. Die haben David ja, gesagt, ihr habt auch nicht, ihr habt mir nicht einmal gesagt, dass ich abbiegen muss. Ne? Ist euch klar, ich bin in der Sackgasse. Hab ich auch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo du... Ach, du wolltest wir zum Strand kommen. Adrian, du musstest doch links abbiegen. Ah, also hier, Gyros laden. Halt mal an. Gyros, Gyros. Gibt kein Gyros. Gyros ist aus, gibt's das Motor wieder. Adrian, hört mir einfach nicht zu, wenn ich sag, du musst doch vorne abbiegen, ne? Nein. Am Arsch. Ihr wart euch nur über irgendwelchen Kack am Unterhalten. Der Drager schafft bestimmt Mikro. Der Drager schafft bestimmt Mikro. Er hat bestimmt 10 Mal gewollt. Ey, da muss ich abbiegen, du Wichser! Es biegt doch ab! Warum fährt er immer weiter? Ja, der ist bestimmt wieder. Weil der ist krank. Oder Essen. Der tut weh, weil ich immer wieder. Oder hat er gerade eben einfach alles erledigt? Alles. Gleichzeitig. Er war Pizza essen auf der Toilette und hat seinen Darm dabei entleert. Ja, und sich dabei angeschrien. Lecker Hasenfleisch. Abbiegen. Abbiegen? Ich weiß nicht, wohin du willst. Ja, wir müssen in die Garage oder? Hier? Wo sind wir denn hier? Ja, da musst du hier abbiegen. Wieso keine Garage? Ja, der muss hier abbiegen. In der Pampa. Ja, abbiegen. Ja! Er muss doch abbiegen, um in der Kavalle zu kommen. Ja, du kannst abbiegen, musst du aber nicht. Ja, ich soll die nächste nehmen können. Alter, André. Den einen Bogen kriegst du oder den anderen bist du dir eh scheißegal. Egal was du machst, dann muss ich doch abbiegen. Das. Das sieht ja irgendwie so komisch schrecklich aus hier, überall. Na, im Gegensatz zu euch gucke ich die ganze Zeit auf die Map. Was? Die Map? Ich hab ein GPS. Ja. Ich hab die Sonne, ich orientiere mich an der Sonne. Ja, ich höre auf meine Navis, klar, deswegen verfahre ich mich andauernd. Bitte wenden. Bitte hier runterfahren. Okay. Bitte wenden. André, du hast die Einzelkämpfer-Ausbildung, du musst dich eigentlich an den Stern orientieren. Welche Sterne? Ja, die da hinten war. Jetzt wird gleich wieder dunkel. Bitte siehst du den nicht? Rechts? Bitte bei der nächsten Gelegenheit rechts fahren. Okay. Ist doch die nächste Möglichkeit. Ja, wenn Chris das macht, ist das wieder lustig, ne? Hallo, die nächste Gelegenheit. Da vorne rechts die nächste Gelegenheit. Da hab ich doch gesagt. Und da schalt mal aus und schiebt. Ihr seid zu schwer. Ihr seid zu fett. Ja, hier, jetzt rechts fahren. Das kommt, weil ich gerade 2 Stück Haselfleisch gegessen habe. So. André überfährt sie immer. Die kleben immer am Reifen, deswegen sind wir so schwer. Deswegen wackelt es auch immer. Ja, das ist wie bei, bei Family Guy. Er kann hier jetzt nichts mehr tun. Hast du genannt, Mine? Oh, yeah. So heißt der Spieler. Ja, der hat in der Lotterie. Ja. Der das ist ja ein toller RP. Das ist, wenn ich den berühre, explodiert. Ich dachte, der kriegt eine lustige Landmine. Wenn ich den berühre, explodiert er lustig, oder was? Ja. Ich hab auch gedacht, das ist eine lustige Landmine. Da mal, bumm. Tritt drauf, fliegt Geld. Schnell Alter, ich hab schon wieder 140.000 auf der Bank. Echt, ne? Was? Ey, brauchen wir die Arbeit? Wir stellen uns 100.000. Ich stell mich morgen den ganzen Tag AFK auf den Platz und sammel Kohle. Ja. Wenn ihr dann abends, wenn wir irgendwann nochmal hier zocken, hab ich 1 Million. Kommst du dein Heli holen? Na, ungefähr. Eigentlich, ich hab was im Haus gehabt. Ja. Oder einen Baum pflanzen. Oder Baum, ja. Hase, Hase. Oh, tot. Schlange, Schlange. Oh, tot. Oh mein Gott, das ist Dragasch.
Oh, so. Freier Wildbahn mit dem Pokéball. Plus Pikachu. Ja, der Ragasch hat sich bestimmt Pokémon Tekken gekauft für seinen. Oh. Für seine Hühner. Oh! Ist eine Baum umgefallen. So eine Sirene. Ich auch. Ich hab überlegt gehabt, ob das jetzt von draußen kommt oder im Game. Ja, hab ich auch gerade überlegt. Sehr verwirrt. Das ist einer am Zementhändler. Oder warte, am Zementhändler war das, glaube ich. Oder Zementverarbeiter. Und hat sich in einem Haus verbarrikadiert, der die ganze Zeit sagt, geh weg oder ich schieße. Miau. Jo. Cool. Oh, da sind halt Chickies schon. Chin-chan. Hey, hey, hey. Chin-chan. David ist für Fräulein Uma. Ja, Fräulein Uma. Uma. Uma der Puma. Und ja. Nase tot. Und Olli tanzt die ganze Zeit den Popo wie so. Ja, aber es ist der Popo. Olli ist gut Chacho, ey. Was? Okay, hat sich erledigt. Was? Popo, Liebe? Ja, genau. Gerade aus. Olli tanzt den Popo. Wieso sitzen die beiden da hinten eigentlich so weit auseinander? Ihr könnt ruhig zusammenrollen. Der mag mich nicht. Hau ab! Der hat mir die Hose geklaut. Meine! Und jetzt sitze ich hier. Du musst gleich nackig aussteigen. Apropos. Wir sind schon über eine Stunde auf dem Server. Wer zahlt die Unterhosen zu wechseln, Jungs? Wir sind über zwei Stunden einfach auf dem Server. Geh mal kurz ins Wasser und wieder raus. Ja, also, Chrisa tauscht mit Dragasch, André mit David und ich behalte. Nein, ich drehe meine nur einmal um. Ich wollte auch gerade sagen, ich gehe ins Wasser. Ich drehe auf links. Ja. Dreh auf links, dann halb auf links, dann halb auf rechts und dann wieder auf rechts. Ja, richtig, genau. Da kann ich mit links wieder anfangen. Und ich ziehe mir gleich meine Tigerenten-Clubhose über den Kopf als neuen Hut. Genau. Andrea, in der nächsten Gelegenheit musst du bitte links fahren. Was machst du bei der nächsten? Warte. Alter, ist hier was explodiert wieder oder was? Ja. Ich denke schon wieder irgendwo ein Auto. Ich jetzt hier rum. Wo muss ich lang? Ja, weiter. Dann links. Nein. Der Tür ist wieder Farbprüfung. Alter, darf ich halt zum Maul. Jetzt fährst du geradeaus. An der nächsten Gelegenheit links. Jetzt links. Wie ist die Hauptstraße? Muss ich erstmal gucken. Da kommt nichts. Da kommt nichts. Das Ding beschleunigt, Alter. Schieb, schieb. Und dann rechts rein. Ja, wie die Garage kenne ich. Kennst du? Kennst du? Ja, die ist immer hier. Wo ist das Schild dafür? Ist das aber auch die richtige? Hoffe ich. In der Garage. Da vorne ist das Schild. Wir gehen noch Schild. Fahr die noch. Beino. Miau. Wer ist das? Miau. Keiner von uns. Miau. Ja, du bist im falschen Chat, glaube ich. Dragasch. Ja, im Fahrzeugchat. Ja, ich weiß. Meinst du, wie die Leute hier belästigen mit meinen lustigen Geräuschen? Oh. Ja. Hallo, Polsche 70. Hallo.